After the Fall findet ihr jetzt auch für die PS VR 2 für 29,99 im PlayStation Store. Ich bin schon mega gespannt auf das Ding, weil ich kenne es nur von den Standalone-Headsets. Also ich verspreche mir jetzt so einen grafischen Overkill, ja, und natürlich noch so ein bisschen was mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also im Standalone-Bereich hat mich das immer so ein bisschen, ja, es war okay hinterlassen, ja. Schauen wir mal, was die PlayStation-Version mit mir so gemacht hat. Ja, ich bin mal wieder in After the Fall, diesmal mit der PlayStation VR 2 und ich kenne das Spiel nur aus dem Standalone-Bereich, also ich habe jetzt keine Ahnung, was mich hier grafisch erwartet und das Ding startet wieder klassisch hier an diesem Automaten. Greifen um, greifen, das sieht cool aus. Es zieht aber auch hier wieder so ein bisschen nach, ne? Wenn ich das bewege, haben wir wieder diese Doppelkonturen, ne? Aber okay. So, Ernterange aufgepasst. Steige hinab und erkunde die Tiefen von Los Angeles. Das kenne ich alle schon. Das kann ich sehr gut lesen. Ist sehr schön scharf. So, ich bin stehend. So, gleiten möchte ich, ne? Okay, Munitionstasche kalibrieren. Gürtel greifen, loslassen. Okay. Hallo? Hallo? Ey. So. Das ist okay, ne? Das finde ich okay. Nächste. So, Kalibrierung abgeschlossen und wir spielen. So, ich spiele jetzt erstmal mit der KI. Schau mir das Ganze mal an. Okay, 90 Tage nach dem Fall. Okay. Ja, hi. So, das ist knackscharf. Das kann ich sehr gut lesen. Okay. Ich habe Snap-Turn, das ist nicht so der Kracher. Und ja, ich habe unruhige Kanten, Leute. Also da, das Kabel flimmert so ein bisschen, ne? Hier der Rahmen von dem Spind. Aber ansonsten, okay. Also so läuft es fluffig. Flachmann, okay, wollt ihr den Flachmann? Okay, da ist so ein Glanz drauf. Aber es zieht nach, wenn ich das so bewege. Ne? Ich glaube, das ist wieder diese Reproduktion hier von den Frames oder was. Ne? Rauchen ist ungesund. Okay. So, jetzt will ich erstmal in die Einstellungen. Bootdiskette nicht gefunden einlegen. Mach mal. So. Aber das sieht schon cool aus, ne? Okay. Nimm die Waffe. So, da ist meine Knarre. Und ich muss nicht festhalten. Ey. So. So, ich soll das mal ein bisschen rumknallen. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwie ins Menü komme hier. So, da haben wir das Menü. Optionen. So, ich möchte natürlich gleiten, Bewegungsmodus. Sofort, ne? So, Rotations. Wieso komme ich da nicht rüber? Hallo? So ganz willst du nicht, ne? Ich komme hier nicht. Wieso komme ich da nicht rüber? Okay, muss ich nicht verstehen. Kontrollen, Standard, Spielweise, Holster, umschalten, umschalten, schnell. Barrierefreiheit, Gleit, Komfortmodus, nein. Bewegung, Komfortmodus brauche ich auch nicht, ne? Seilrute, nein, ich brauche keinen Komfortmodus. So, Interface, Untertitel lassen wir mal an. Das lassen wir auch alles so. Audio, ne, kennt ihr. So, allgemeine. Aber ich komme da nicht rüber, ne? Ich will doch da auf den Rotationsmodus. Guck mal, ich habe hier nur dann, ne? Was ist das denn schon wieder hier? Okay, ich drücke nochmal Menü. Das war jetzt, was ist denn Crap? So, ah, jetzt geht's. Okay, da war wieder gerade irgendwas, habe ich wieder geschafft, was nicht. So, sofort. Sprintmodus umschalten, 180 Grad Drehung aktivieren. Gleitender Beschuss. So, okay, jetzt machen wir hier das wieder aus. Ich habe immer noch Snap. Mein Gott, nee. Rotationsmodus, kontinuierlich, so. Ja, das ist cool. So, jetzt gefällt's mir.
So. Öffne die Munitionskiste, indem du draufschlägst. Mann! So, ich habe Muni. Leeres Magazin auswerfen, die Knarre ist weg. So. Einfach dranhalten und schon kann ich rumknattern. Okay, mit den Triggern, das ist natürlich wieder richtig geil. Schießübung abgeschlossen, das ging schnell, ne? So. Da knallt irgendwas. Okay, das sieht auf jeden Fall besser aus wie auf der Standalone, aber... So, hier sind nochmal ein bisschen Muni. Nochmal auf hier das Ding. So, blaue Patrone. Habe ich das voll? Ich habe das wahrscheinlich voll, ne? Deswegen nimmt er das nicht mehr. Okay, ich habe das schon so oft gespielt. Also wenn ich mich so wieder so bewege, dann zieht es wieder ein bisschen nach. Das ist nicht schön. Okay, ein bisschen Blut. Auswerfen. Dranhalten. Es geht nicht weg. Okay, nehmen wir ein neues Magazin hier. So, jetzt kann ich es wieder nehmen. Zack, zack, zack. Was soll ich machen? Ich gehe nochmal zur Diskette hier. So, Waffenschaden. Wähle deinen Nachlademodus. Schnell fortgeschritten. Nee, mach mal hier. Mach mal schnell. Nächste. Holster, Waffenrad. Natürlich Holster. So, Kalibrierung abgeschlossen. Okay. Gut. Und jetzt können wir rumknattern. Leute, ist das laut. So. Das kenne ich ja schon. Kommt mir gleich was entgegengerannt hier. Oh, das sieht cool aus, ne? Das ist okay. So. Oh, jetzt kommen die Zombies hier. Kommen ganz viele. Okay. Okay, das kann man ja nicht überleben. Irgendwas war da. Okay, es kommen immer mehr. Oh, die sehen ganz cool aus, ne? Was denn? Mein Helm vibriert. Komm mal her, du. Ja, das ganze Headset ist hier am Vibrieren. Oh, da kommt der Dicke. Komm mal her, du. Okay, okay, okay. Man kann es eh nicht überleben, wenn der Dicke kommt. Ja. Okay, und tschüss. So, After the Fall, raus aus der Kälte. Oh, das ist schon geil, wenn das Headset hier mal vibriert, ne? Ja, optisch habe ich mir jetzt ein kleines bisschen mehr vielleicht erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es sieht nicht schlecht aus. So, wir steigen ein. Hoffe ich. Hi. So. Ja, helf mir mal. So, zack, ich werde geheilt. Ja, ich komme ja schon. So. Und jetzt fahren wir in die Base, ne? Und da darf ich mir jetzt meine Mission aussuchen. Darf gegen auf Ernte rangehen und was weiß ich. Kann man die nicht mehr ablegen? Irgendwie nicht, ne? Okay. Sieht aber schon cool aus, ne? I'll bring him in. Hey, welcome back. You were doing ja, ja, der große Kerl. Hat mich schon dreimal gefunden. Ich habe schon dreimal in das Spiel reingeschaut hier. Mach mal. Okay. Ja, wie gesagt, so ein paar Kanten sind ein bisschen unruhig, aber im Großen und Ganzen sieht das schon in Ordnung aus, ne? Ja, was soll ich hier erzählen? Das ist das Intro, das habe ich schon so 100 Mal gemacht. Okay. Also, Intro vorbei.
ging doch schneller, wie ich dachte. So, jetzt komme ich, glaube ich, in diese Base und dort kann ich mir jetzt meine Waffen ausrüsten, meinen Run aussuchen. Okay, so, so sieht's aus. Auch das kenne ich schon. So, Speicherdaten werden geladen. Also im Großen und Ganzen sieht es schon ganz okay aus, muss ich sagen. Mach mal auf das Ding hier. Okay. So, das ist meine erste Station hier. Genau. So. Und hier trifft man sich natürlich auch mit anderen Leuten, ne, in der Lobby. So, ich schau mal so ein bisschen hier rum. Okay. Die sind kaputt, leider. So, geht zu Luna, sie wird dir helfen, alles zu regeln. So, hinten ist Luna, sieht man in einem Ausrufezeichen. Und ihr könnt die Runs natürlich auch alleine machen mit der KI. Ja, das mache ich jetzt erstmal, um euch das Ding überhaupt mal zu zeigen. Guck mal, wie die Leute wieder laufen. Also, das ist beim Mobile genauso, bei Standalone. Die laufen immer so ganz, ganz komisch. So, ping. 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 Bienvenido. Hi. Welcome to the line. Ja, mal wieder. Tell me about you over the radio. That was a close call. Ja, alles gut. So. Bueno, so I know how you lot usually go around and trade harvest in other settlements. Yeah. Usually goes well, until it doesn't. Don't get me wrong, I'm glad you're safe, but we do things a little differently than scrappers outside. So, ich krieg hier was? Take this floppy. It contains a blueprint for your gun. Okay. So, zack, das ist meine Tasche. And use the disc on the machine. Okay. When you're there, Harry can give you some more info. I'll see you in a bit. So. That's a new runner ID. Welcome. Okay, hier tue ich jetzt meine Disc rein. So, jetzt kriege ich meinen Preis hier, ne? Yeah, ich habe was gewonnen. So, meine Dienstpistole. Bestätigen. Bitte schnapp sie dir. So, da ist meine Dienstpistole. Kennen wir ja schon. So, und jetzt können wir hier noch so ein bisschen... bisschen rummodden. Du kannst deine Waffe auch verändern. Befestige deine Waffe am Ständer. Habe ich gemacht. So, und jetzt kann ich die hier... Was soll ich jetzt hier machen? Aufnehmen? Der geht nicht. Ja doch. So, was haben wir? Blaue Munition. Visier. Accessoires. Munitionszähler. Zeige die aktuelle verbleibende Munition an. Verringert aber den Staffelungsschaden um 10%. Willst du Munitionszähler? Ja, mach mal. So. Okay, das ist der Zähler. Zack. Jetzt. Also das ist echt geil, ne? Mit den adaptiven Triggern hier. So. Was können wir noch machen? Batteriepaket, füge eine Chance von 10% hinzu, einen kritischen Schuss abzufeuern. Das ist gesperrt. Ach, schade. So, Laservisier. Ja, ich möchte aber ein Laservisier. Okay. So, jetzt gibt es noch ein Visier. Okay. Ja, ist schon einfacher, ne? Guck mal hier. Jetzt triffe ich auch, ne? Oder auch nicht, so. Okay. Was ist das? Wieso ist denn das jetzt abgefallen hier von meiner Knarre? Und ich will das da wieder dran haben. Wie habe ich das denn wieder geschafft? Hä? Ach, ich kann nur eins. Das ist doch scheiße. Wo soll ich das jetzt hin tun? Oh, das will ich nicht. Dann will ich aber das Laserding. So. Aber das ist ja meins. Ne, habe ich ja gekauft. Okay. So, wo tun wir die Knarre jetzt hin? Oh. So. So, und jetzt gehen wir mal zu dem Computer, wo die Ernte-Runs sind, ne? Ja, es ist blöd, wenn man das alles schon mal gespielt hat, ne? So. Ne, habe ich nicht. So. Okay, ich muss alleine spielen. Ich darf nicht Multiplayer spielen, ne? Weil da müsst ihr ja ein Konto für haben bei Sony. Das ist halt der einzige Nachteil gegenüber anderen Plattformen. Echtzeit-Multiplayer nicht erlaubt. Okay, halte die Stellung. Keine KI, das müsste ich dann alleine machen, endlose Wellen. Okay, wir machen erstmal ganz normal einen Erntelauf, so. Ich mache jetzt erstmal hier Überlebender, ne? So. Und was machen wir denn da? Schwierigkeit, Level Schwierigkeit, ne. Innenstadt, Quarantänezentrum. Steht da irgendwas, was ich jetzt hier machen muss? So. Krankenhaus, Skid Row, Boulevard, René-Station,
Okay, kann ich alle nicht auswählen? Warum weiß ich nicht? Erntelauf. Truck mit 4 Leuten. Überlebender. Und ich sehe wieder den Wald vor lauter Bäumen hier wahrscheinlich nicht. So, ich gehe jetzt erstmal gucken, vielleicht muss ich was anderes machen. Ach, ich muss nochmal zu der Tante da, guck mal. Ja, ist ja gut. Hey, ich habe schon wieder alles falsch gemacht. So, sag an. Ja, Skid Row, kenne ich schon. Habe ich schon 100 Mal gespielt. Mach ich, okay. Ja, ich nehme deine KI-Kollegen mit hier. Ich habe leider kein Sony-Konto, ne? Ist so. So. Wie die immer laufen alle, ne? Aber dann spielen die, glaube ich, im Sitzen. Also wenn die so gebückt laufen, dann spielen die Leute alle im Sitzen. So. Okay, wir machen das jetzt hier mal auf. Einfach. Und jetzt darf ich das spielen, guck mal. Bestätigen. Laden. So, mit KI, seht ihr hier, ne? Und jetzt starten. So, und jetzt passiert hier auch was. Und das macht ihr immer und immer wieder, um euch halt eure Waffen aufzurüsten und so weiter. XP zu farmen und so weiter. Und jetzt wird hier gleich einfach nur noch rumgeknattert, ne? So, Ernteplatz 913 Skid Row. Okay, los geht's mit Skid Row. So. Ja, ist mein erster Erntelauf auf der PlayStation. Okay. Jimmy ist dabei, der Michael ist dabei und Jen. Ja, lass mich dich doch mal anschauen. So, die Figuren, ja, die sehen okay aus, ne? Okay. So, ich würde sagen, wir gehen rumknattern. So, Muni sieht gut aus. So, los geht's, wir gehen knattern. Aber so die Atmosphäre, die ist schon sehr geil, muss ich sagen. Das gefällt mir. Munition voll. Okay. Und das Feedback hier ist einfach geil von der Knarre. Good shot, okay. Auch der Soundtrack ist geil, ne? So, ich habe irgendeine Trophäe erhalten. Guter Schuss, Jimmy. Zack, in den Kopf. Okay, ich habe irgendwas abgeschossen hier. Keine Ahnung, was es war. So, wieder in den Kopf. Mein Gott, den fall doch um hier. So, dicke Ding. Und die Köpfe fliegen hier. Zack. Das macht schon Bock, ne? Zack. Okay, nice one. Hier fliegt alles, hier spritzt alles. So, geschafft. Wenn die Musik vorbei ist, kann man in Ruhe hier alles einsammeln. Hat man es geschafft. Sehr geil. Also es sieht wirklich viel, viel besser aus wie die Standalone-Version. So, Munition. So. Reloading. So, Leute. Hier fliegen nur noch Köpfe. Aber sehr geil, oder? Kommt mal mit hier, meine Kollegen. Kommt mich nicht alleine lassen. Ich bin ein Schisshase. Da komme ich schon. Okay.
So. Da kommt keine. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Munition. Was ist das? Das hängt jetzt da drin, ne? Wer hab ich das jetzt mitgenommen? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es mitgenommen, ne? Sehen wir nachher. Ich glaube, das ist so ein Extra. Man kann, glaube ich, 2 Disketten finden pro Level. Irgendwie war da was. So, weiter geht's. Kommt, Leute. Lauf mal vor. So, 3 auf einmal. So, nie anders. So, ist hier auch einer. Hallo? Was geht nicht hier, oder das Licht? Ne, Licht ist kaputt. Okay. Ist schon ein bisschen gruselig, ne? Hier ist keiner. So, zack, weg die Rübe. Okay, Muni ist voll. Was ist das? Kann ich mich heilen? Wenn ich möchte. Muni ist voll. Hier nehmen wir Muni mit. Okay, weiter geht's. So, jetzt kommt die Seilrutsche, ne? Okay, da kommt noch mehr. So. Was ist das? Eine Bombe oder was? Was denn? Hä? Achso, okay. Ah, ich brauche die Waffe gar nicht wegstecken. So, ich habe einen Booster. Okay, so, das ist zum Heilen. Okay, habe ich gelernt. Was ist das? Und das Werfen? Okay. Okay, das ist eine Bombe. Ich muss das ja mal ausprobieren, was hier was ist, ne? Okay. Aber das Ballern macht richtig Laune damit, das muss ich schon sagen. Was ist er denn hier? Guck mal. So einen halben hier, ne? Der hängt hier noch so im Regal. Okay. So, weiter geht's. Es geht raus. Niemand zu sehen. Niemand zu hören. So. Rennen kann man auch, wenn man den Thumb drückt. Aber das ist echt schon richtig fett, wenn die Köpfe hier so platzen. Ey, du! Betritt die Apartments, okay. So. Da haben wir wieder irgendwas.
So, zwei Knarren jetzt. Sehr geil. Pistole. Guck mal, die ist noch hier voll gemoddet. Nehmen wir die mal, ne? So. Okay, Muni. Auch noch welche hier, guck mal. So, zack. Alles erledigt. So, jetzt sammle ich erstmal Muni ein. Zack. Ja, so läuft das wirklich total fluffig. Also wenn ich mich jetzt so bewege, dann fällt das auch nicht mehr so auf, dass das so ein bisschen... ja, Doppelkonturen sind, wenn ich mich drehe und so. Also es ist schon in Ordnung. Sieht schon sehr geil aus und es macht auf jeden Fall Bock. Es macht mehr Bock als die Standalone-Version. Also das hätte ich nicht gedacht. Was jetzt? Ja, fall doch mal um, hier, du. So, Juggernaut eliminiert. Kann ich die Knarre haben? Ne, die ist verwachsen. Schade. So, wir sammeln hier wieder alles ein. Aber das bockt total. Also ich finde das echt um Längen besser als wie ein Standalone. Also das Auge ist doch so ein bisschen mit, ne? So, und hier ist so ein... okay, Face. Scanning. Sehr geil, Leute, ehrlich. So, Muni. So. Ich habe 5400. Ein Wutbooster ist gesperrt. So ein Juice Booster habe ich noch, aber einen nehmen wir noch, ne? So. Zack, weiter geht's. Ja, kommt mal hier. Okay. Zack. Oh, oh, da kommt so ein Dicker. Ey! So. Mein Gott, ne. Haben wir es jetzt? Also das war aber in der Mobile-Version nicht so heftig, meine ich, ne? Ey, du Affenbirne!
So, noch welche? Ist gut jetzt? Okay, ich hab Scheiß gemacht. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Geh mal da rein, ich trau mich nicht. Okay, hier ist auch nix. Weiter jetzt. Weiter geht's. Reloading. Hallo Leute! Kommt ihr jetzt mal mit hier? Watch out for those ceiling crawlers. They have a tendency to drop in unannounced, if you get my meaning. So, alle hier wegmetern. Okay, da fuhr ein Arm. Okay. Was ist das? Da muss man eine Karte reinschieben, die habe ich nicht. So, mit links kann ich gar nicht, Leute. So. Aber ist schon geil. Also hier könnte man rein, wenn man eine Karte vorher gesammelt hat, die ich nicht gesammelt habe. Okay. Da ist irgendwas, ne? Da ist die Karte, ne? So, nimm mal die Karte hier mal mit. So. Okay, jetzt habe ich diese Karte. Also so ein bisschen ist es kaputt, ne? So, geschafft. So, jetzt machen wir mal die Tür da hinten auf. Oder auch nicht? Nö. Okay, das geht nicht. Also gehen wir doch da hinten her. Komm, gehen wir hierher. Okay. Ah. So, wieder in den Safe Room hier. So. Sonst kann man doch irgendwo die Diskette hier einlesen, oder wie war das? Irgendwie war da was mit der Diskette einlesen. Ach da, okay. Okay, so jetzt muss ich bis zum Ende überleben, dass ich die Belohnung auch behalten darf. So, wir nehmen wieder so ein Heilding hier mit. Jo, 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 komm, weiter geht's. Ein bisschen rumknattern hier, komm. Was war das denn? Da kommen sie. Reloading. Kommen die denn hierher? So. Drehen mal hier ein bisschen an der Kurbel. So, funktioniert.
So, ich höre was. So, aufgeräumt hier, ne? Zack. Zack. Aha. So. Ist schon geil, oder? So, weiter geht's. Müssen wir das irgendwie abschießen, irgendwas war da, ne? Reloading. So. Achso, da oben müssen wir auch noch drauf schießen, ne? So, jetzt kommt der Container runter. Normalerweise. Snowies! So. Tschüss. Tschüss. Da kommt noch mehr. Gotcha. Zack. Oh, das bockt schon, ne? Treff doch mal das Ding hier, so. So. Mal auf hier, komm. So, weiter geht's. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Geil, ne? Zwei Knarren, ich schieße mit beiden daneben. Okay, jetzt kommt der Big One. Okay, also jetzt müssen wir alle hier rein. Das ist dann sowas wie so ein Endkampf. So, mach mal. Komm, Endkampf hier, komm. So, tschüss.
So. Zack. So, kann man irgendwie helfen hier? Versuche nachzuladen, okay. Ich habe keine Muni mehr, Leute. So, geschafft. Tschüss. So, alles muss man hier alleine machen. So, ich habe es geschafft. So, nochmal ein bisschen Munition mitnehmen und raus geht's. So, geschafft! Yeah! So, erste Ernte-Run hinter mir gebracht und das macht richtig Bock auf der PSVR 2. Gar kein Vergleich mehr zu Standalone Quest. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ist schon geil. Allein hier dieses Feedback auf den Controller, ne? Richtig, richtig geil. So. Kriegst sogar einen Genauigkeitsbonus. Ohne Einfrieren und Gruppenbonus. 1397 Ernte irgendwas. Disketten gesammelt, eine wird entschlüsselt. Was habe ich gewonnen? Du hast freigeschaltet. Entwurf Arizona Falke. Booster erhöht deine, das kenne ich ja schon. Ein Griff, leichte Erhöhung der Feuerrate und Rückschusskontrolle durch die Verwendung von Griffband. Okay. So. Und wir gehen wieder zurück. Skitrow nächste. Ich möchte wieder zurück zum Hub. Genau, da steht es doch. Okay, abgestimmt. Ja, die anderen können nicht abstimmen. Ihr habt sowieso nichts zu sagen. So. Mach. Ich bin wieder ungeduldig hier, ne? So. Ja, so, moin. So, ich bin wieder da. Und wir schauen mal. So. Bin wieder da. So. Ja, sicher. Ich habe die alle platt gemacht hier. Komm. Ja. Super. Ja, mach ich. I lost contact with the supply team from Chinatown, so... Okay, jetzt soll ich nach Chinatown. The Chinatown perimeter is all good and stocked. Okay. Ja, jetzt müsste ich hier wieder, ne, an den Computer, um dann nach Chinatown zu gehen. So, ich schau mal, ob ich jetzt hier irgendwas machen kann. So, ich kann mir jetzt hier den Arizona Falcon und der kostet... 3000 hätte ich sogar, ne, guck mal. Bestätigen. Und schon habe ich eine neue Knarre. Hier, guck mal, geil, oder? So, das ist meine Knarre. So. Accessoires, Munitionszähler. Kann ich nicht. Warum nicht? Oh, habe ich nicht freigeschaltet. So, Visier. Auch nicht. Griff. Ich hatte irgendeinen Griff freigeschaltet, ne?
Da ist was Neues. Geklebter Griff. Okay. Darf ich nicht? Warum nicht? Okay, so, jetzt hole ich mir die Dienstpistole. Jetzt probieren wir das nochmal, wenn ich die Dienstpistole habe. Mit dem Griff? Nö. Kohle hätte ich genug, ne? Aber ich darf nicht. Blaue Munition. Flacher Rückschuss. Verwendet keine mechanischen Änderungen. Okay, also ich kann jetzt hier, wie gesagt, meine Waffe nochmal komplett aufrüsten, wenn ich möchte. Die habe ich doch schon gekauft. Wieso muss ich die zweimal kaufen? Ne, das ist die Dienstpistole. Ach, da ist das Arizona-Ding, ne? Oh, ich habe jetzt ganz viele Knarren. Schmeiß mal weg hier. Was ist denn? Hä? So. So, dicke Wumme. Dicke Wumme. Okay, ich habe bald. Aber das mit dem Rauch hier ist geil, ne? Ja, okay, Leute, das ist After the Fall. Das war der erste Run. Nächste wäre Chinatown. Aber das macht mir richtig Bock. Vielleicht mache ich den zweiten Run auch nochmal irgendwann, weil das echt Laune macht. Okay, das war so mein erster Eindruck von der PS Vita 2 Version von After the Fall. Bleibt noch ganz, ganz, ganz kurz dran zum Fazit. Ja, wo soll ich anfangen? Es ist After the Fall. Also ich habe alles wiedererkannt aus den Standalone-Versionen und grafisch habe ich jetzt aber keinen Wow-Effekt gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt nicht nach hinten übergekippt, weil das so gigantisch besser aussah. Es sah besser aus. Es war beim Kern irgendwie alles da, was ich auch von der Quest erkenne. Nur halt alles ein bisschen hübscher, aber nicht so Overkill-hübsch. Ja? So, dass ich so sage, so oh, Half-Life Alyx technisch oder so, boah, Brett, ne? Aber es sah gut aus. Es sah okay gut aus, so möchte ich mal sagen. Die Farben haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das OLED-Display hat da hier so ein bisschen was rausgeholt. Das hat man schon gesehen, das war sehr, sehr schön. Und Highlight natürlich mal wieder bei einem PlayStation VR 2 Spiel, die Sense Controller. Die adaptiven Trigger wieder richtig geil beim Rumknattern, das hat richtig Laune gemacht. Hier und da habe ich mal wieder das Headset gespürt und das ist natürlich wieder phänomenal für die Immersion, einfach nur gigantisch. Also hätte ich nie gedacht, dieser Rumble-Motor hier in dem Headset, das verändert irgendwie alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zur richtigen Zeit eingesetzt, dieses Rumblen hier, ne, richtig fett. Das Knallen, das macht richtig Laune, also das gibt ein richtig geiles Feedback, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, also es war bei der Quest immer so ein bisschen lame, ne? Wenn ich da so rumgeknallt habe, immer gesagt, man rennt nur in die Horden rum, dong, 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 dann ist man durch, das war's. Im Kern mache ich hier eigentlich das Gleiche wie auf der Quest, aber ich kriege so ein mega Feedback durch diese Sense Controller, wenn ich dann so einen Headshot mache, ne? Das fühlt sich so gigantisch geil an, muss ich sagen. Richtig, richtig toll. Die Figuren sehen natürlich besser aus wie auf der Quest, keine Frage, obwohl sie immer noch so, ja, so komisch laufen, ne? Wenn Leute im Sitzen spielen. Und ihr könnt es natürlich im Multiplayer spielen, dann ist es natürlich richtig fett. Klar, auf der PlayStation kostet das leider Geld, ne? Bei der Quest ist es kostenlos. Hier muss man leider sich so ein, ja, PS Plus Konto holen. Ich meine, so heißt es, ne? So eine Mitgliedschaft. Und dann kann man auch mit anderen spielen. Und dann wird das Ding natürlich nochmal eine Ecke rockiger und funniger. Gar keine Frage. Aber auch alleine, ihr habt gesehen, kann man spielen, kann man Spaß haben. Und das Ding hat jetzt diverse Maps. Ich weiß gar nicht, wie viele. 5, 6, 7, 8, irgendwie sowas. Und die grast die jetzt erstmal ab, kann man auch am Anfang ganz, ganz gut alleine machen, um erstmal ein paar Sachen freizuschalten und die Waffen, Modifikationen und so weiter. Und dann wird man durch so eine kleine Story getrieben. Also die eine Dame da an der Theke, die erzählt so, worum es geht. Und dann kann man erstmal das Spiel ein bisschen abklappern. Aber das richtige Potenzial kommt erstmal im Multiplayer. Wenn ihr das natürlich alles durch habt, die ganzen Karten, aber noch nicht alles freigeschaltet, müsst ihr das Ganze natürlich normal machen. Also es wiederholt sich natürlich irgendwann alles, das ist leider so. Aber ich muss sagen, auf der PlayStation VR 2 macht das Ding echt Bock, ja. Also bei der Mobile-Version habe ich immer gesagt, ja, ist okay, rumknattern, ne, habe ich gerade schon mal gesagt. Aber ich muss sagen, also hier hat mich das Ding echt ein bisschen abgeholt sogar, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich mache nochmal After the Fall. Aber ich hätte jetzt Bock, direkt nochmal rein eine zweite Runde zocken. Also macht doch schon Unterschied, wie die Trigger reagieren oder die Controller reagieren. Ja, dass das visuell ein bisschen besser ausgesehen hat. Also verstehe mich nicht falsch, mit ein bisschen besser. Es sah auf jeden Fall besser aus, gar keine Frage. Dann die Zombies, die sahen schon viel, viel cooler aus, ne. Und das Ganze fühlte sich irgendwie ein bisschen größer und ja, kräftiger an. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also auf jeden Fall cool. Für 30 Euro, wenn man auf sowas steht,
darf man natürlich zuschlagen hier, gar keine Frage. Tolles Ding, hätte ich nicht gedacht, dass mich After the Fall nochmal so abholen kann. Okay, Leute, das ist meine Meinung zu After the Fall. Werde ich bestimmt nochmal reinschauen. Ich will die Karten jetzt alle durchspielen auf jeden Fall. Also zwischendurch gibt es da mal After the Fall Videos jetzt. Und eure Meinung ist natürlich immer noch gefragt. Ganz, ganz klar hier unten rein in die Kommentare. Ich werde mir alles durchlesen und natürlich auch alles beantworten. Dann möchte ich auch noch auf unseren Discord-Server einladen. Den Link zu unserem Discord natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung zu finden. Dort haben wir natürlich auch eine PlayStation VR-Ecke, gar keine Frage. Schaut gerne vorbei und wir freuen uns natürlich auf euch. So, jetzt sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit After the Fall und beim nächsten Video hoffe ich, sehen wir uns natürlich wieder.